Das wollte ich noch gar nicht. Warte mal. Ach, egal. Da ist der Tony. Yes, der nächste Tony. Tipptopp. So, tschüss. Meine Bowls verabschieden sich gerade mal so eine Runde. Was soll's? Okay. War das nötig, mich so rauszulassen, dass ich in den Tod mich rausporte? Wirklich? Unnötig. Wie, der Planet ist nicht abgeschlossen. Was soll auf dem Planeten denn bitte sonst sein? Das ist ja ein Unsinn. So, was wollt ihr von mir schon wieder? Ja, gibt's denn sowas? Ja. Gerade habe ich nach einem Abenteurer mit dehnbaren Moralvorstellungen gesucht. Würdest du für einen alten Freund ein paar Überwachungsgeräte entsorgen? Das höre ich doch gern. Also, Nefarius hat eine ganze Ladung Überwachungssatelliten in diesem Sektor. Beseitige sie für mich und ich mache dich zu einem sehr reichen Lombax. Ich lade dir die Satellitenpositionen hoch, aber sei vorsichtig. Nefarius mag's nicht gern, wenn man ihm ins Handwerk pfuscht. Na, wer hätte das gedacht? Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Oh, wow. Wieder 30 Schiffe jedes Mal. Die halten jetzt richtig viel aus. So, jetzt ist... Ja, klar, meistens ist das Finale, letzter Sektor. Jetzt soll das hier schon noch mal ein bisschen dauern, quasi. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Na, mal schauen. Ja, gut, wir müssen jetzt 90 Schiffe zerstören. Yay. Egal, da müssen wir durch. Hier irgendwie schauen, dass wir die Dinger mitnehmen und die deswegen kaputt gehen, keine Ahnung. So, schön. Zerstören, zerstören, zerstören quasi. Soll ich das eigentlich mal nutzen, wenn die da in diesen Radius kommen und dann dafür drauf gehen? Das wäre eigentlich am cleversten. Die nutzt du eigentlich nur noch die Raketen, weil die. Weil das Schnellfeuer. Das macht kaum noch Schaden. Das ist abartig. Was ist das? Selbst das Ding hat dir noch nicht mal so viel Schaden gemacht. Eklig. So, eins noch und das war's. Aktiviert. Ofenverstärkung. Nur noch zwei Satelliten übrig. Yay, nur noch zwei Satelliten. Das klingt ja nach dem kalten Kaffee. Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Boah, ich hoffe, das sind aber dann alle, ey. Also nochmal bräuchte ich dann nicht 30 Schiffe, ey. Ist ja schon ein bisschen heftig. Wenn wir nicht irgendwie Schaden mal zwei haben, damit das ein bisschen schneller geht. Ich kann jetzt nicht mal das Radio genießen hier. Ja, ich muss nebenbei schon ein bisschen Schnellfeuer machen, sonst dauert es ja wirklich ultra lange. So, wo seid ihr? Kann es sein, dass in diesem Bereich der Nefarius wie viel in diesem Radio ist? Abgefahren. Ja, genau. Lass mal wieder ein bisschen Musik spielen, damit das mit der die Weltraumschlacht immer noch bisher so angenehm, in Anführungszeichen, weil so gute Musik nebenbei lief. Also bitte, auf geht's. Hey, Kopf hoch!
Nur noch 40 Schiffe. Ja, man muss es ja positiv sehen. Da sind meine letzten 4 für diesen Bereich. Das ist halt nervig, wenn die Raketen tatsächlich die nicht komplett killen oder nicht mal treffen, was noch viel schlimmer ist. Ich weiß auch nicht, was hier eigentlich los ist. Schilde deaktiviert. Ofenverstärkung. Noch einer und ich bin wieder im Geschäft. Noch einer und ich habe endlich Ruhe, meinst du wohl eher? Hinten ist der letzte. Lombax identifiziert. Alarmiert Dr. Nefarius. Wie gesagt, wenn diese Dinger wenigstens mal Schaden mal 2 hätten oder so eine Scheiße. Das finde ich ja mal geil. Versuch so aggressiv wie möglich das Ganze tatsächlich zu leiten. Keine Ahnung, geht da irgendwie Bolz mal 2 und vielleicht mal mit etwas Glück ein Schnellfeuer. Aber ganz ehrlich, das reißt nicht viel raus. Mal die Dicken hier kaputt. Vorausgesetzt, ich krieg's mal hin. Offensichtlich ja nicht. So, jetzt hat aber... Dass das nicht mal für 2 zählt. Mann. So, hier eine ganze Armee. Jawohl. Das sind voll viele von den Großen. War der Polizist aus Meridian City, Marcus Kane, das Gesetz. Zeit, dich fast zu säubern. Und zwar von euch. Das ist der Polizist aus Meridian City, Marcus Kane. Löscht das Gesetz. Weg hier. Aber als der Mob zurückschlug, veränderte das Kanes Leben für immer. Beim Autounfall wurden viele lebenswichtige Organe zerquetscht. Er wird das nicht überleben. Außer was? Es gibt da ein neues experimentelles Verfahren. Man nennt es limbisches Tiertransplantat. Oh, okay. Es ist bekannt. Aber wir können ihn besser machen. Schneller, stärker. Limbisches Tiertransplantat. Schön, dass jetzt mal ein bisschen lauter sind die Sprecher hier beim Radio. Sehen Sie den ultimativen Superkopf. Was ist das? Ein Einhorn? Nein, es ist ein Kopf. Es ist ein Einhorn? Nein, es ist ein Kopf. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh Gott, really? Ist halb mythologisches Wesen. Dieser Held tanzt nicht nur auf dem Vulkan. Er galoppiert darunter. Jetzt bin ich echt noch kaputt gegangen. Chroma 9! Dankeschön für den 18. Sub. Ich lade dir die Satellitenpositionen hoch, aber sei vorsichtig. Nefarius mag's nicht gerne. Nee, ich muss jetzt nicht allen Ernstes alle nochmal machen, oder? Ich muss es nicht allen Ernstes nochmal alle machen, weil ich jetzt... Nee. Als hätte ich dafür jetzt... Nee. Was ist das denn? Das mache ich aber jetzt so safe nicht. Irgendwann werde ich bestimmt nochmal irgendein Upgrade kriegen. Ich sammle jetzt erstmal die, also ich mache erstmal die Planeten normal. Dafür habe ich jetzt keine Geduld. Das dauert mir einfach das Kämpfen auch zu lang. Und geht kaputt. Ja.
Oh, meine Nerven. Nee, ey, was für eine Scheiße. Wer errechnet denn mit sowas? Was ist das für ein seltsamer Planet? Es hat mir so Mühe gegeben, ich dachte, komm, ist scheißegal. War nicht so egal, wie ich dachte, ne? Ein Schiff hat noch gefehlt. Oh, story of my life, ey. Story of my damn life. Komm, kann das Ding jetzt endlich mal Level 5 werden? Please. Nein. Na also. Wir haben auf den Dynamo der Verwüstung aufgerüstet. Jeder Dynamo besitzt nun eine Magnetspule, die garantiert jeden Feind anzieht und zerstört. Oh geil, Alter, jetzt ist das sogar noch magnetisch, zieht die Feinde an. Oh mein Gott, das ist natürlich mega awesome, muss ich tatsächlich zugeben, ne? Oh, das ist geil, das zieht die jetzt an und dann gibt's Eskalation, Mann. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ich denke nicht. Okay, interessant. Da ist der Tony. Wird auch Zeit. Oh Gott. Na schön. So, 28. Stand hier nicht irgendwo mal, wann die nächste Zoni-Erhöhung ist? Irgendwo stand das mal. Ach, hier, glaube ich, ne? Ah, Schwarmraketen. Diese Premium-Zoni-Waffe feuert in einen vernichtenden Schwarm Mini-Raketen ab. Gut, Mini-Dinger sind dadurch kaputt. Ich okay, also zwei noch. Satellitenpositionen hoch, aber sei vorsichtig. Hey, Kumpel! Entschuldige die Störung. Ach, aber was? Die Agorianer haben mich gebeten, dich wissen zu lassen, dass hier im Arenaplex ein neues Turnier startet. Ich glaube, sie sind noch sauer über deinen letzten Sieg. Schau. Aber einfach im Korto-Sektor vorbei. Leute, ich habe gehört, es gibt in der Arena wieder ein bisschen Action. So, ich nutze jetzt den Planeten ein bisschen, vereise, ein bisschen zurückkunden, raste dann einfach ein bisschen. Aber ich level den ja nur, wenn ich die, während sie vereist sind, töte, ne? Nicht, wenn ich sie einfach nur vereise, oder? Dann muss der Mr. Zuck und dann nämlich eigentlich schon ein bisschen mehr reinhauen. Aber hier ist, glaube ich, auch eine ganz gute Gelegenheit, um die Tesla-Geschütze zu ziehen. Oder wir machen ein bisschen, oder? Ja, kommt mal alle hier rein. Kommt mal alle rein. Stimmt, und dich habe ich auch noch nicht gelevelt vollständig. Was ist da los? Das sollten wir mal ändern. Kriegen wir den noch auf ein Level ab? Ja, schaffen wir. Ja, auf jeden Fall. Komm, Level 5. Für irgendwas müssen die Planeten doch noch gut sein. Ein bisschen Zirkum-Unterstützung kann er wahrscheinlich auch nicht. Oh nee, ich krieg den Level-Up echt nicht. Was fehlt mir so? Au, der Vermittler. Der Vermittler. Der Vermittler eher gesagt. Der sollte dringend noch down. So, und das ist aber leider kein Tony.
sondern